Gigan ist nur einer von zahlreichen Kreaturen, die sich das Studio Toho für das Godzilla-Toho-Universum ausgedacht hat. Und ja, was mir hierbei aufgefallen ist, immer wieder, wenn ich euch frage, wen würdet ihr ganz gerne aus dem Toho-Universum als nächstes ins Monsterverse eingeführt bekommen, dann werden immer wieder dieselben Namen gedroppt. Sowas wie Biollante oder auch Destroyer oder ebenfalls auch Space Godzilla. Und ja, die Titanen, die Kaiju, haben wir bisher alle abgearbeitet. Allerdings dachte ich mir, irgendwie kommt Gigan dabei ein bisschen zu kurz. Der Name flackert hier und da auch in den Kommentaren immer wieder mal auf und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt. In diesem Video jetzt hier werden wir einmal so ein bisschen die Grundkenntnisse, die du da draußen brauchst, um Gigan zu verstehen, erläutern und darüber reden, was denn wirklich wäre, wenn Gigan seinen Weg in das Godzilla Kong The New Empire Sequel finden würde. Was für eine Story könnte er haben? Welche Bewandtnis hätte Gigan jetzt hier in dieser neuen Geschichte und welche Storyline könnte man ihm verpassen? Genau diese Themen behandeln wir jetzt hier in diesem Video. Legen wir also gleich los. Viel Spaß. Heute sprechen wir über einen der wahrscheinlich kultigsten Gegner aus dem Godzilla-Universum, den sogenannten Gigan. Wir schauen uns an, wer Gigan wirklich ist, warum er so legendär ist und das Spannendste, wie er in das Monsterverse integriert werden könnte und welche Rolle er nach Godzilla Kong The New Empire spielen könnte. Bleibt also dran, denn jetzt wird es richtig gigantisch. Man könnte sagen, Gigan ist einer der bekanntesten und furchteinflößendsten Gegner von Godzilla. Sein Debüt feierte er im Jahr 1972 im Film Godzilla gegen Gigan. Ja, sehr einfallsreich. Und naja, sein Design ist im Endeffekt, könnte man sagen, einfach ikonisch. Er ist ein cybernetischer Kaiju mit messerscharfen Klauen, einer Kreissäge in der Brust und einem mechanischen, vogelähnlichen Kopf. Ja, eine wirklich bizarre Gestalt. Gigan ist der Inbegriff von Alien-Bösewicht und wird oft als eine Art, man könnte sagen, Schläger oder doch besser Henker für außerirdische Invasoren eingesetzt. Gigans Markenzeichen sind seine brutalen Kampfstile und seine unglaubliche Zerstörungskraft. Er wurde später in Filmen wie Godzilla Final Wars weiterentwickelt und ja, über diesen Film werden wir auch nochmal ganz ausführlich sprechen. Ein wahrer Fiebertraum, der einfach jedem Godzilla-Fan das Herz aufgehen lässt. Und in diesem Film kehrt er einfach noch mächtiger und cybernetischer mit bestimmten Überarbeitungen wieder zurück. Wie ihr schon mitbekommen habt, Gigan stammt nicht von der Erde. Er wird oft als eine Waffe für außerirdische Zivilisationen dargestellt, die ihn erschaffen haben, um ganze Planeten zu erobern oder auch einfach zu zerstören. Diese Herkunft macht ihn besonders spannend für das Monsterverse, das bislang überwiegend erdgebundene Titanen gezeigt hat. Und ja, ich bleibe dabei, alleine dadurch, dass wir im Monsterverse auch schon wissen, dass Ghidorah aus dem Weltall kommt, würde es vielleicht Sinn machen, dass man im Laufe der Geschichte den Blick noch einmal gen Weltall richtet. Aber wie Gigan jetzt ins Monsterverse passen könnte, dazu kommen wir gleich noch. Denn mit Gigan könnte das Monsterverse die Türen zu einem kosmischen Konflikt öffnen und ja, im Endeffekt könnte auch er der Schlüssel dafür sein, dass wir Space Godzilla im Endeffekt in diese gesamte Welt des Monsterverse mit einführen. Stell dir einfach mal vor, das Universum des Monsterverse erweitert sich und plötzlich sehen wir eine Bedrohung, die nicht von der Erde stammt, sondern aus den Tiefen des Alls kommt. Und das mag sich etwas weit hergeholt anhören, gerade wenn man sich Godzilla von 2014 vor Augen führt, der noch in Anführungszeichen relativ geerdet war. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass das Monsterverse plant, wirklich ein Filmuniversum à la Marvel zu werden. Das heißt, sich hier nur auf die Erde zu reduzieren, obwohl doch die gesamten Monster des Toho-Universums bereits wesentlich weitergehen, das würde dafür sorgen, dass man sich irgendwie selber die Ketten anlegt und das Ganze einfach klein hält. Ich bin der Meinung, ja, gerade nach Godzilla Kong The New Empire, wenn wir schon auf diese Schiene gehen und das Ganze immer verrückter werden lassen, dann sollten wir definitiv auch einen Blick ins Weltall werfen. Nach den Ereignissen von Godzilla Kong The New Empire könnte Gigan als Antwort auf die aufkommenden Titanenkonflikte auf die Erde geschickt werden. Denkt mal kurz darüber nach. Godzilla und Kong haben gerade die Balance zwischen den Titanen und der Menschheit wiederhergestellt am Ende des Godzilla Kong The New Empire Films. Aber was passiert, wenn eine außerirdische Macht davon Wind bekommt? Gigan könnte also als eine Art von Vorbote einer intergalaktischen Invasion dienen.
Das Ganze könnte solche Ausmaße annehmen, dass man Filme wie Independence Day und Godzilla miteinander kombinieren würde. Die Erde ist voller mächtiger Titanen und das wäre genau das, was eine aggressive Alienrasse bräuchte, um ihren Krieg zu gewinnen. Sie schicken also Gigan vor, um die Titanen zu unterwerfen und die Erde als Ressource zu nutzen. Stell dir folgende Szene vor. Gigan taucht aus dem Nichts heraus auf, mit seinem markanten, kreischenden Schrei und liefert sich eine epische Schlacht mit Godzilla, während Kong versucht, das Gleichgewicht an Land oder ebenfalls auch in der Hohlerde zu bewahren. Eine mögliche Story nach Godzilla Kong the New Empire könnte also wie folgt aussehen. Gigan wird von einer außerirdischen Rasse auf die Erde geschickt, um dort Chaos zu verbreiten. Godzilla stellt sich ihm jedoch zunächst alleine entgegen, wird allerdings von Gigan überwältigt. Denn der ist nicht nur physisch überlegen, sondern ebenfalls auch technologisch. Und wir haben ja bereits in Godzilla vs. Kong gesehen, dass Godzilla schon Schwierigkeiten mit einem Mecha-Godzilla hatte. Übrigens könnte auch das bloße Auftreten von Gigan dann dazu führen, dass die Menschheit sich dazu entschließt, einen weiteren Mecha-Godzilla herzustellen, nur eben noch einmal stark geupgradet. Das zwingt Kong und sogar vielleicht Mothra und Shimo dazu, sich mit Godzilla zu verbünden. Eine epische Schlacht entfacht sich, in der wir sehen, wie unsere Titanen gegen diese außerirdische Bedrohung kämpfen. Vielleicht sogar mit Hilfe der Hohlerdentechnologie, die wir ja bereits in Godzilla Kong the New Empire kennengelernt haben, weil auch die müsste man irgendwie ein bisschen weiter erklären. So hätten wir nun also eine Schlacht, in der die Titanen der gesamten Erde gegen diese außerirdische Bedrohung in Form von Gigan kämpfen, während die Menschen selber eine Schlacht gegen die außerirdische Spezies führen müssten, die Gigan eben auf die Erde geschickt hat. Es wäre also ein Kaiju-Invasionskrieg, den man auch locker auf 1 bis 2, vielleicht sogar 3 Filme ausdehnen könnte. Inmitten eines solchen Films könnte man dann vielleicht noch einmal den Oxygen Destroyer einsetzen, um erneut zu versuchen, einen Titan zu vernichten. In diesem Fall wäre das Ziel allerdings nicht Godzilla, sondern Gigan gewesen. Diese neue Trilogie könnte also damit enden, dass Gigan vernichtet wird und die Alienrasse muss die Flucht ergreifen, weil sie von den Menschen zurückgeschlagen wird. Eine Post-Credit-Scene könnte dann jedoch einen Blick auf das Meer werfen und uns zeigen, dass der zweite Abwurf des Oxygen Destroyers einfach einer zu viel gewesen ist und nun langsam anfangen, bestimmte Urzeitkrebse im Ozean zu mutieren. Ja, das wäre natürlich ein Foreshadowing auf Destroyer. Über den haben wir uns auch schon mal unterhalten und über die Idee, wie eine Geschichte aussehen könnte, wenn er das Monsterverse betreten würde. Die Story habe ich dir mal da oben verlinkt, da kannst du gerne mal draufklicken und das Ganze nachholen. Gigan bringt einfach etwas komplett Neues ins Monsterverse. Bisher haben wir es vor allem mit uralten, erdgebundenen Titanen zu tun gehabt, die für das Gleichgewicht der Natur stehen. Gigan hingegen repräsentiert die dunklen, zerstörerischen Kräfte von außen, also von außerhalb der Erde. Sein Alien-Design und seine brutalen Kampfmethoden würden das Universum sowohl erweitern, als aber auch die Titanen vor eine neue Herausforderung stellen, die sie noch nie zuvor erlebt haben. Und außerdem könnte er, wie eben gerade schon erwähnt, die Weichen für noch größere Geschichten stellen, vielleicht sogar für eine kosmische Bedrohung, die das gesamte Universum des Monsterverse bedroht. Richten wir den Blick erneut weg von Destroyer und bauen erst einmal die Space Godzilla Idee wieder ein. Möglicherweise nehmen die Aliens bei ihrer Flucht DNS von Godzilla mit ins Weltall und sorgen dann dafür, dass durch einen Unfall Space Godzilla entsteht. Erneut hätten wir hier also eine weitere Trilogie, in welcher Space Godzilla im Mittelpunkt stehen würde, während man auch hier dann für die dritte und letzte Trilogie weiter Destroyer aufbauen würde. Ihr merkt also, im Endeffekt könnte man wirklich sagen, dass das Auftauchen zuallererst von Gigan und danach von Space Godzilla und darauf folgend könnte man sogar noch einmal Biollante zuerst ins Spiel bringen und dann Destroyer, das passt irgendwie sehr gut zusammen. Das Monsterverse könnte sich also endlich wie ein Cinematic Universe anfühlen. Und ja, das war meine Version davon, wie Gigan ins Monsterverse passen könnte. Was denkt ihr jetzt darüber? Wollt ihr Gigan in Zukunft Monsterverse-Film sehen und wie könnte seine Geschichte eurer Meinung nach aussehen? Schreibt mir alle eure Ideen in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich für heute raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.